Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute ein Video über das Thema Abitur für euch. Und ich dachte mir, ich erkläre mal, wie ich fürs Abi gelernt habe. Tipps für die Oberstufe und generell Tipps für gute Noten. Let's go! In dem Video möchte ich dir erklären, wie man ohne Stress trotzdem gute Noten schreiben kann. Denn ich bin eine Einserschülerin, also mein Schnitt ist ungefähr so 1,2, 1,3 immer gewesen. Ich weiß mein Abi-Schnitt noch nicht, aber ich strebe so ein 1,5er, 1,6er Abi an und ich hatte gar keinen Stress während der Abi-Zeit und vielleicht kann ich dir dafür auch ein paar Tipps geben. Denn für die eine Klausur habe ich 10 Minuten gelernt und für die andere 1,5 Wochen. Als erstes ist es wichtig, dass man weiß, was man lernen muss. Und ich habe mir dafür die Kerncurriculum-Dinger aus dem Internet ausgedruckt. Beziehungsweise habe ich die auf meinem iPad. Ich habe sehr viel in der Abi-Zeit mit meinem iPad gearbeitet. In der Schulzeit generell nicht, aber ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, mal über ein Tablet nachzudenken. Es muss ja kein iPad sein. Ich habe das iPad eher in der 4. Generation und ich liebe es einfach. Also Lernen macht dadurch viel mehr Spaß, es ist einfacher. Und zwar ist das hier das KC für Chemie. Das ist auch das einzige Fach, wofür ich wirklich gelernt habe, nämlich 1,5 bis 2 Wochen ungefähr. Und ich habe mir in Chemie alles komplett selber beigebracht, weil ich nichts konnte. Weil ich die 11. Klasse übersprungen habe und weil ich in der 12. und 13. Klasse nichts verstanden habe. Also hier stehen die ganzen Sachen. Ich habe alles, was ich konnte, grün angemalt. Und alles, was ich nicht konnte, so pink-rosa. Und alles dazwischen so orange. Und wirklich, als ich angefangen habe zu lernen, war alles rot oder pink. Und am Ende war letztendlich, okay, das ist immer noch rot. Und am Ende war der Großteil halt wirklich grün. Und dann war ich bereit fürs Abi. Wie ich mir das selber beigebracht habe, es gibt verschiedene Lernmethoden. Es gibt Bücher, Internet, alles und so weiter. Aber für mich war es am sinnvollsten, das Westermann Fit fürs Abi Buch zu haben. Da ist es für jeden Dulli erklärt. Also es ist recht einfach erklärt. Und ich habe auch versucht, mit Simple Club zu lernen. Ich mag deren Videos ultra gerne, aber ich fand einfach, dass für Chemie die Videos einfach teilweise ein bisschen zu oberflächlich waren. Ich hatte noch voll viele Fragen zu verschiedenen Themen, die in dem Video nicht geklärt wurden, wofür die aber nicht zuständig sind, so. Ja, damit habe ich es mir selber beigebracht und dann habe ich mir sozusagen solche Lernblätter geschrieben. Die habe ich übrigens auf KnowUnity hochgeladen. Das ist eine App. Ich zeige euch auch gleich noch, mit welchen Apps ich gelernt habe. Die sind nämlich super, super hilfreich. Und ich habe mich mega gut vorbereitet gefühlt und ich saß in der Chemieklausur. Wie gesagt, ich habe ungefähr 1,5 bis 2 Wochen dafür gelernt. Und ich saß in der Chemieklausur und ich habe mich gefreut, weil ich wusste, ich kann alles. Und davor konnte ich keine Chemie. Meine Vor-Abi-Chemieklausur waren 6 Punkte. Meine persönliche Lernmethode, die mir in jedem Fach was gebracht hat, war üben, 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 bis zum Umfallen üben. Ich halte irgendwie nicht viel von Lernblättern, weil man kann die sich angucken und dann vergisst man es wieder, wenn man vielleicht einen Burnout hat. Aber wenn man wirklich was geübt hat, dann ist es tiefgründiger drin und dann kann man es besser. Das hier ist ein Starkheft. Das gibt es für jedes Bundesland, für jedes Jahr neu, für jedes Fach. Und das ist die beste Investition. Ich glaube, es kostet 10 oder 15 Euro. Und da sind alle Abi-Aufgaben der letzten Jahre drin, mit Lösungen, wie die perfekt sozusagen sein sollen. Ich habe zwischenzeitlich auch noch mit Leuten über Discord gelernt, die es besser konnten als ich. Einfach nur, damit die es mir erklären konnten, wenn ich was nicht verstanden habe. Aber letztendlich war Üben, Üben, Üben das Einzige, was mir viel gebracht hat. Beim Thema Erdkunde und Deutsch habe ich tatsächlich mit den Lernzetteln von anderen Menschen gearbeitet. Das habe ich auch in meinen Vlogs immer erzählt. Denn ich habe da nicht meine eigenen Lernzettel geschrieben stundenlang, sondern ich habe tatsächlich einfach... Ich bin auf die App AbiUnity gegangen. Die ist Bombe. Ich bin irgendwie ausgeloggt, okay. Ich schreibe euch mal hier hin. Die heißt AbiUnity. Die ist mega, mega gut. Und da gibt es auch noch die App KnowUnity. Da kann man sich die angucken. Die kann man da leider nicht runterladen bei AbiUnity. Hingegen kann man sich die aber runterladen. Also schau dir einfach mal beide Apps an. Ich finde die mega praktisch. Ach ja, übrigens meine ganzen Lernzettel und so weiter habe ich auf der App GoodNotes gemacht. Absolute Lieblings-App. Ist einfach mega, mega praktisch, die dort zu machen. Generell war mein iPad einfach mein bester Freund bei der Vorbereitung. Ach ja, und zum Thema Übungsklausuren. Wenn du solche Übungsklausuren machst, dann schau dir danach die Lösungen an. Vergleich sie mit deinen Aufgaben und dann schreib in roter Schrift daneben, was du alles falsch gemacht hast, weil das nächste Mal wird dir dieser Fehler dann nicht mehr passieren. So habe ich tatsächlich fürs Abi gelernt. Für Erdkunde, Englisch und Deutsch habe ich insgesamt nicht mehr als eine halbe Stunde gelernt, für alle drei zusammen.
Also ich glaube, jeder Abiturient kann das so unterschreiben, oder nicht jeder, aber die meisten Abiturienten können das so unterstreichen, dass die Abi-Prüfung nicht schwerer ist als die Klausuren davor. Ich persönlich fand die Abi-Prüfung selbst sogar leichter als die Vorabitur-Klausuren, also viel leichter, weil es die einzigen Klausuren waren. Bei meinen Vorabitur-Klausuren habe ich irgendwie 10 Klausuren geschrieben innerhalb von 3 Wochen und jetzt halt nur 4. Das Wichtigste ist, glaube ich, tatsächlich, dass man sich nicht so auf der Abi-Prüfung aufhängt, dass so, oh mein Gott, ich brauche da und da so viele 10 Punkte, weil dann wird es eh nichts. Das ist ein Griff ins Klo, wenn man immer schlechte Noten geschrieben hat oder immer keine, wenn man immer 10 Punkte schreibt und dann sagt, in der Abi-Prüfung brauche ich 15 Punkte. Das wird nicht gut gehen. Okay, kommen wir mal zu allgemeineren Tipps, die ich habe. Und ich habe ja schon die Bücher vorgestellt, das iPad und so weiter. Und ich würde euch ans Herz legen, nach einer gewissen Technik zu gehen. Nämlich habe ich alle meine Prüfungsfächer in so großen Ordnern. Und da konnt ihr mal alles nachschlagen, immer nachgucken, ob ich irgendwas schon mal gelernt habe oder so. Und ich habe hier zum Beispiel Lernzettel drin. Und die habe ich schon für eine andere Klausur in der 12. Klasse irgendwann gemacht. Und dann musste ich nicht mehr jetzt noch Lernzettel schreiben, sondern ich habe die einfach schon fertig gehabt. Ich habe außerdem noch 3 materiellere Tipps. Also ich habe ja schon die Bücher vorgestellt und das iPad und so weiter. Aber einfach 3 Sachen, die mir sehr geholfen haben. Beziehungsweise eigentlich sind es 4. Als erstes ist es dieser Stift. Und das klingt jetzt komplett komisch. Aber ich habe mit diesem Stift jede meiner Klausuren geschrieben und ich hatte noch nie einen Krampf in meiner Hand oder so. Selbst nach 6 Stunden Englisch schreiben und nach 6 Stunden Erdkunde und nach 6 Stunden Deutsch, die waren beide auf dem Tag danach so. Ich hatte an 2 Tagen hintereinander auf jeden Fall eine 6-stündige. Und ich habe immer mit diesem Stift geschrieben und der ist so gut. Der ist von Schneider, er heißt Slider Rave XB und den gibt es, glaube ich, überall. Sonst kann man den auch online bestellen. Dann Tipp Nummer 2, in meiner gesamten Schulzeit war das mein treuer Begleiter. Nämlich meine blaue, geliebte Princely London Tasche. Ich bin ein absoluter Fan von Princely London und das müsst ihr mittlerweile wissen. Ich habe die Taschen seit 2017 von denen. Und das hier ist der Shopping Bagger in blau. Und es gibt jetzt mittlerweile einen noch größeren, erkennt man das? Und einen qualitativ hochwertigeren, also einen noch robusteren. Und das ist dieser wunderschöne Shopping-Bagger. 2 dieser dicken Ordner passen da rein. Alle meine Bücher haben da reingepasst. Und ich weiß, dass Rucksäcke eigentlich besser wären. Aber ich finde, diese Handtasche, vor allem mit dem iPad, war das so sinnvoll, mit dieser Handtasche in die Schule zu gehen. Ich bin sehr happy mit den Taschen. Also wie gesagt, ich habe die seit 2017. Und I love them. Dieses Video ist auch in Kooperation mit Princely London, worüber ich mich sehr freue, wie du dir denken kannst. Und ich habe einen Rabattcode für dich, der steht hier. Das ist mein absoluter Favorite. Falls du mehr dabei hast, dann würde ich dir die größere Variante empfehlen. Einfach weil der wirklich robuster ist. Meine Tasche, wie gesagt, ich habe die so lange schon und die ist nicht kaputt gegangen. Das Einzige, was ich benutze, ist eine Blaulichtbrille. Denn wenn ich die ganze Zeit aufs iPad starre oder keine Ahnung wo drauf, auf dem Laptop oder so, bekomme ich voll Kopfschmerzen und die Blaulichtbrille, die ist dreckig. Und jetzt komme ich noch zum letzten Tipp und da geht es um Beruhigungstropfen sozusagen. Ich hatte so ein Ritual vor meiner Abi-Prüfung und zwar würden wir mal sagen, morgen habe ich meine Abi-Prüfung. Dann würde ich jetzt joggen gehen, danach würde ich duschen gehen, dann würde ich irgendwas Leckeres essen und dann würde ich schlafen gehen. Und zwar mit meinem Schlafen Ergänzungsmittel. Meine Kamera ist leer. Okay. Auf jeden Fall, diese Nahrungsergänzungsmittel gibt es auf Amazon. Die helfen mir persönlich super, um einfach ein bisschen runterzukommen. Es sind keine Schlaftabletten, sondern wirklich nur Nahrungsergänzungsmittel. Und mir hat eine Zuschauerin Rescue-Tropfen empfohlen. Das sind diese Rescura-Originaltropfen. Und ich bin ehrlich, es haben mir so viele gesagt, dass es denen geholfen hat. Also bin ich hingefahren zur Apotheke und habe mir es gekauft. Und ich habe die auch vor der Prüfung auf meine Zunge getröpfelt und die waren mega, mega gut. Also dafür, dass ich immer mega so aufgeregt bin und gestresst und so, war ich so entspannt. Das waren meine Tipps fürs Abitur. Ich würde dir einfach sagen, lass dich nicht stressen, nicht von Lehrern. Mir wurde gesagt, ich soll in den Sommerferien vor dem Abitur schon lernen, obwohl es noch irgendwie so ein Jahr hin war. Und es kommt auf jede Person selber an. Guck einfach, wie viel du lernen musst. Und
dann schätz selber ein, aber lass dich nicht stressen und hör nicht auf Leute, die sagen, du musst ein halbes Jahr vorher lernen. Es ist nicht notwendig, du schaffst das und bitte hab nicht so hohe Anforderungen an dich selbst, weil das macht alles kaputt. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.